Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir nehmen euch jetzt hier in unserer zweiten Woche mit. Heute Nacht haben wir in einem Wüstenresort übernachtet. Im Al-Badajeh. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Es ist circa 50 Minuten von Dubai entfernt und es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Es ist so ruhig, wir sind absolut relaxed. Genau, wir hatten hier so ein kleines Zelt mit privatem Pool, direkt mit Blick auf die Düne. Und das können wir echt empfehlen. Und genau. Wir gehen jetzt mal schön frühstücken. Ja, du hast ja auch schon Hunger. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Nämlich gestern schon ein richtig geiles Abendessen. Und jetzt lassen wir es uns wieder schmecken. Wir haben wieder fleißig Stories gemacht, ne? Natürlich, auf Instagram halten wir natürlich auch immer alles fest. Genau, da sind wir mal ein bisschen aktueller als genau, hier auf YouTube. Also falls ihr wissen wollt, wo wir genau sind, schaut am besten auf Instagram vorbei. Und da gibt's jetzt gleich lecker Frühstück. Zeit für Frühstück. Genau, wir haben hier so eine Karte mit zwei Frühstücksmenüs bekommen. Einmal so ein orientalisches und einmal so ein normales. Wir werden uns jetzt mal beides bestellen und dann werden wir uns das untereinander teilen. Yummy, yummy, yummy. Wir haben uns jetzt die beiden Frühstücke bestellt. Einmal das Farm Breakfast, das ist eher so europäisch-western. Ganz normal, Rührei, Würstchen, Früchte, Müsli. Und hier gibt es dann das arabische Frühstück mit Labneh und Hummus. Dann haben wir hier ein Shakshuka. Das ist so ein Ei mit Tomate und Feta drin. Hier gibt es ein bisschen Gurke, Tomate und Feta. Und hier gibt es die libanesische Faul dazu. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Tag 2. Wir sind jetzt hier und gehen gleich zum Dubai Frame. Genau, Dubai Frame ist ja eine relativ neue Attraktion hier. Man kann außen parken, kostet 10 Dirham das Parken. Am besten holt ihr euch auch ein Online-Ticket, dann müsst ihr euch nicht in die Schlange anstellen. Genau, kostet 50 Dirham, also zu zweit haben wir jetzt 25 Euro bezahlt und jetzt gehen wir mal nach oben. Und in 75 Sekunden waren wir hier oben auf dem Dubai Frame. Der Dubai Frame trennt das alte und das neue Dubai auf beiden Seiten. Und hier oben gibt es auch so Smart Glasses, wo man drüber laufen kann. Und die sind erst Milchglas. Und dann, wenn man läuft oder draufsteht und sich bewegt, kann man 150 Meter in die Tiefe gucken. Wir sind jetzt wieder draußen und schauen uns hier nochmal The Frame von draußen an. Das ist verrückt. Hier wurden 2000 Tonnen Stahl verbaut und das Ganze ist auch vergoldet. Das sieht man hier auch, dass das auch so schön glänzt. Neben dem Frame gibt es auch noch eine kleine Parkanlage, der Sabil Park, wo man dann noch einen kleinen Spaziergang machen kann. Schauen wir uns jetzt auch mal an. Heute gibt es einen Burger mit View, denn... Genau, wir haben hier eine schöne Aussicht. Wir haben uns bei Five Guys direkt am Burj Khalifa jetzt ein paar Burger geholt. Hat 120 Dirham gekostet und die lassen wir uns jetzt mit der tollen Aussicht hier schmecken. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen und wir haben übrigens in der Dubai Mall geparkt. Da kostet das Parken nämlich nichts. Und wir kommen heute Abend auch nochmal wieder, da wir die Fountain gern sehen wollen. Und jetzt fahren wir erst nochmal ein bisschen weiter zum Creek. Wir sind jetzt am Dubai Creek Harbor angekommen. Du warst ja schon vor einiger Zeit mal hier. Und es sah komplett anders aus. Genau. Also, ich weiß nicht, im Hintergrund sieht man vielleicht die ganzen Hochhäuser hier. Die standen damals oder waren vielleicht gerade so im Bau. Ich glaube, ich kann mich an ein, zwei erinnern, aber nicht an so viele. Ja.
wird anscheinend ein großes Wohngebiet hier. Ja. Und wir wollen jetzt hier den Sonnenuntergang uns anschauen, denn hier hat man einen schönen Blick übers Wasser auf die Skyline von Dubai. Wir sind jetzt nochmal zurück in die Dubai Mall gefahren. Und hinter uns ist der Burj Khalifa. Wir haben gerade schon uns die Watershow angeschaut. War mega, mega cool. Jetzt haben wir hier gerade noch ein Reel gemacht und jetzt werden wir weiterhin noch hier rumlaufen. Genau, und wir zeigen euch ein paar Szenen hier von der Watershow. Ich sitze gerade hier allein im Auto. Ich dachte mir, wir zeigen euch heute mal ein bisschen behind the scenes. Mirko ist gerade noch mal hoch ins Apartment gelaufen. Jetzt kommt er gerade reingesprintet. Und jetzt hört es für uns Zeit loszufahren. Stresslevel? 100. Ich denke, dass wir es trotzdem noch rechtzeitig schaffen werden. Ruhepuls gesenkt? Ja, jetzt sind wir wieder ruhig, aber... Wir also du, nicht wir. Aber wir haben es doch nicht geschafft, was wir vorhatten. Wir sind jetzt hier auf Palm Dubai. Wir wollten eigentlich ins Aquarium gehen, aber wir haben uns irgendwie nicht gut informiert und wir hätten irgendwie weiter wegparken müssen und dann einen Shuttle nehmen müssen. Und es war uns jetzt irgendwie zu blöd, weil wir dann schon zu spät dran waren. Wir werden das heute Nachmittag bzw. heute Abend nachholen, werden dann aber mit der Monorail reinfahren. Das ist viel besser, man kann den nämlich in so einer Mall kostenlos parken und dann für 30 ARD hin und zurück mit der Monorail fahren. Das ist ein mega guter Preis und die Monorail ist auch echt cool. Ich war auch letztens mit der Monorail hier auf der Palme und Mirko wird das dann jetzt auch mal erleben. Genau. Und wir fahren jetzt nochmal nach Downtown Dubai und wollen da was ganz Cooles machen. So, wir haben jetzt hier unseren Wagen kurz eingeparkt und jetzt geht's zu einem relativ neuen Ort hier. Das ist das Skyviews Observatory. Wir sind jetzt oben angekommen im 57. Stock auf über 210 Meter. Wir stehen ja auf so einem Glasfenster. Ja, ich zeige euch das mal. Wow, man kann direkt runter gucken. Und hier oben gibt es auch eine coole Rutsche. Und da werden wir jetzt mal rutschen. Ausgang kann man dann noch ein Souvenirfoto mitnehmen. Kostet 100 Dirham oder 150, ne? Mhm. Wir sind jetzt Mittagessen. Wir sind jetzt im Stadtteil Al-Basha und da waren wir auch schon vor gut einer Woche mal. Es ist ein kleines pakistanisches Restaurant und hier gibt es wirklich sehr leckere Gerichte und wir haben eine ganze Woche schon dran gedacht, dass wir hier unbedingt nochmal zurück müssen. Und was haben wir bestellt? Also wir haben hier einmal einen Naan, dann haben wir hier so ein Chicken Biryani und dann haben wir hier noch so ein leckeres Curry. Gegessen. Dünnigkeitsskala wieder auf 100. Genau. Also das Restaurant ist sehr nah an der Mall of Emirates und da fahren wir jetzt auch hin. Wir sind jetzt in der Mall of Emirates angekommen. Die Mall ist ja bekannt wegen der Skihalle und genau da wollen wir auch hingehen. So, wir sind wieder raus aus der Mall und gehen jetzt zurück zu unserem tollen Schlitten. Der wurde hier übrigens gewaschen für
20 Dirham, das sind ungefähr 5 Euro. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob er wieder schick aussieht. Ganz edel, oder? Wir sind jetzt zum Public Beach hier in Dubai gefahren und eigentlich gibt es hier einen wunderschönen Sunset-Ort, wo man schöne Fotos machen kann mit Blick auf den Burj Al Arab, aber das ist nicht mehr der Fall, denn hier sind neue Gebäude, also jeder, der wegen dem Foto hierher will, es lohnt sich nicht mehr. Wir haben jetzt unseren Sunset-Spot gefunden, wir sind jetzt am The Point hier mit Blick auf das Atlantis Hotel. Hier ist es richtig schön, wir wollten ja eigentlich zum Burj Al Arab. Aber ja, wir sind jetzt froh, dass wir hier sind. Haben gerade auch noch mal ein paar schöne Aufnahmen gemacht, ein schönes Bild und haben gerade richtig tollen Blick auf die Sonne. Ja, und das Atlantis Hotel ist echt Wahnsinn, wie groß das ist. Und wir werden jetzt gleich mit dem Auto rüberfahren und gehen dann in die Lost Chambers. Wir sind jetzt gut am Lost Chambers Aquarium am Atlantis de Palma angekommen. Abends ist richtig cool, man muss da nicht den Parkplatz für die Shuttlebusse nehmen, sondern man kann direkt bis vor das Aquarium fahren und das Auto abgeben und dann ist man auch schon drin. Wir haben hier 170 Dirham bezahlt für 2 Personen und sind schon ganz gespannt, wie es hier drin aussieht. Wir sind jetzt aus dem Lost Chambers Aquarium wieder raus und haben uns zum Poseidon Café geschmuggelt. Und ein kleines Leckerli bekommen. Ja. Was haben wir bekommen? Das ist ein Haselnuss mit Karamell gefülltes Schokozeug. Genau. Sieht so gut aus. Ja. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen mit Aussicht auf das Aquarium hier. Ich glaube, hier ist sogar ein bisschen Gold drauf. Boah, mit Gold. Mit Gold sogar. Ganz edel. Ganz edel hier. 20 Dirham. Wir sind jetzt wieder zurück in unserem Airbnb und beenden hiermit unser Video über unsere 2. Woche in Dubai. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da und abonniert uns ganz gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!